Für die Limbless-Medikamentenpumpe der Firma PFM sind spezielle Infusionsbestecke unter der Produktbezeichnung LL 2012 erhältlich. Diese werden, wie bei Pumpen dieser Art üblich, durch ein spezielles Schlüssel-Schloss-Prinzip in die Pumpe eingelegt. Nach dem Starten durchläuft die Pumpe einen kurzen Selbsttest und zeigt anschließend die Eckdaten der vorangegangenen Infusion an. Durch Drücken der Taste I für Information gelangt man zum Hauptmenü, in dem man nach Eingabe eines Sicherheitscodes den Bolus-Recorder einsehen kann. Anschließend verlässt man das Menü wieder durch Drücken der Taste I für Information. Nun gelangt man über Infusion ändern und Profil wiederholen zur passwortgeschützten Eingabe des PCA-Regimes. Dies lässt sich über Touchpad-Bedienung schnell und einfach anpassen. Ist das Regime angepasst, kann über die Spritzentaste das System entlüftet werden. Startet man jetzt die Infusion, ist auch der Bolus-Recorder resettet. Startet die Infusion, ist eine erste Bolusgabe erst nach Ablauf des eingegebenen Sperrintervalls möglich. Dies lässt sich umgehen, indem zuerst Stopp und dann die Spritzentaste zur Gabe eines passwortgeschützten Arztbolus genutzt wird. Bei der Limbless-Pumpe kann zudem unter Eingabe eines Passworts während der laufenden Infusion die Basalrate geändert werden. Ein weiterer Vorteil der Limbless ist die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Basalraten in der PCA-Therapie einzugeben. So kann beispielsweise in der Nacht automatisch die Analgetikagabe erhöht werden. Hierfür muss ich zuerst im Hauptmenü die Profilsperre aufheben. Dann kann ich über das entsprechende Symbol eine zweite PCA-Basalrate freischalten. Verlasse ich nun das Menü wieder, muss ich zuerst das Beutelvolumen, dann die verschiedenen Basalraten sowie deren Beginn eingeben. Um das Profil zu wechseln, also beispielsweise anstelle einer PCA-Therapie eine parenterale Ernährung durchzuführen, starte ich die Pumpe neu, gehe in das Hauptmenü und entsperre zuerst. Jetzt kann ich über Profil das für mich passende Profil auswählen. Anschließend verlasse ich das Menü wieder über die Infotaste und gebe die Parameter der jetzt folgenden Infusion ein. Im Hauptmenü kann auch der Ereignisspeicher der Pumpe ausgelesen werden, der sämtliche Fehlermeldungen enthält. Hier kann beispielsweise auch die Option Zeitdauer umgestellt werden, sodass die Geschwindigkeit der Infusion über Eingabe einer Basalrate erfolgt. Weiterhin können Einstellungen zur Sensibilität der Lufterfassung, zur Art des Zugangs und weiteres eingestellt werden.